Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sie die Visione mit dem Reed. Hola, ¿qué tal, de amore? Was? Keine Ahnung. Irgendwas mit Italien hast du gesagt. Ja, richtig. Warte mal, ich wollte nur kurz gucken. Wie aktiviere ich denn diese andere Fähigkeit hier? Fähigkeiten, welche Taste ist das? C ist das. Ah, okay. Was ist C? Ja, die dritte Fähigkeit, die du ausrüsten kannst, wenn du sie freigeschalten hast. Was du mit Level 30 eigentlich hättest, eigentlich soweit sein sollen. Keine Ahnung. Kannst du dann bei den Fähigkeiten noch eine dritte auswählen? Warte. Ja, direkt neben uns. Wo schießt der hin? Da liegt Zivilisten erschossen da vorne. Da in der Tür. Die haben mich entdeckt. Nein, die schießen woanders hin. Nein, die, da gerade alle rausrennen. Ah. Komm zu mir, Reed. Ich möchte hin, ohne zu sterben. Ja, komm mal. Der eine steht direkt neben dir. Schaffst du es? Drück die ganze Zeit F.A. jetzt, Tons. Boah! Was war das denn? Mein Ding ist kaputt. Ja. Das MG hat sich, glaube ich, gelohnt. Achtung, Achtung! Ist noch was? Nö, ne? Nö. Nein. Die haben aber auch nichts gedroppt. Nee, hier geht's auch noch weiter. Bei mir zumindest nicht. Hier, die haben auf die Zivilisten geschossen, aber sie alles, die haben die komplett zu Klump geschossen. Die arme Frau. Aber warte mal, hinten liegt was. Hä? Also, ja, für dich, aber für mich ja nicht. Boah, neben einem Haus erscheinen schon die ersten Leute eingezogen im Erdgeschoss. In dem neuen? Also wie geht's eigentlich den dritten Rissen in eure Wand? Ja, die werden immer größer. Sie wachsen. Ach. Okay. Ah, hier liegt was Gelbes, warte mal. Nee, aber wie gesagt, nebenan sind ja die neuen Nachbarn schon eingezogen, die ersten. Und ich kann sie jetzt schon nicht leiden. Es ging aber schnell. Ja, deren Köter bellt den ganzen Tag schon. Ah, okay. Jetzt können wir natürlich sagen, jetzt bin ich noch nicht ganz böse, aber weil kann natürlich sein, dass der Hund neue Umgebung und bla und blub. Ne? Ne, der kann ja den Hund so ein bisschen nervös machen, das kann ja alles sein. Mhm. Aber wenn das echt so weitergeht, dann flippe ich aus. Ah! Haben die dich gesehen? Nein, nein, ich bin weggelaufen, als sie ankamen. Ich weiß gar nicht, auf was sie da schießen. Auf die JTF. Also, okay. Wollen wir die aufeinander schießen lassen? Okay. Hinter dir! Hier Sparrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Von wo? Was war's denn? Ich hab keine Ahnung. Das war meine Fähigkeit auf C. Ach, meine ist auf T. Taktik-Link! Was auch immer das ist. Keine Ahnung, Taktik-Link. Ich kann deutlich schneller schießen als eben. Stimmt! Hinter uns, da. Boah! Hat die den Schädel weggesprengt? Hat sich so angehört. Ja, ne? Geil! Oh, da ist noch einer. Boah! Ich hab eine blutende Wunde. Ja, ich auch. Hä, du liegst aber nicht am Boden. Achso, da meinst du. Mal eben
dein Ding hierher werfen, bitte. Puh, muss ich ganz kurz mal durchhalten, Moment. Von wo? Oh, von hinter uns. Wo? Ich sehe gar nichts mehr. Ach, da, in dir. What? Wo kam der her? What the fuck? Komm zu mir. Wo kam der her? Der war in dir. Also, das klingt jetzt. Ja, aber wie kam der da rein? Das klingt. Der ist da gespawnt. Der kam aus der Tür da raus. Netter Typ. Ah, ist anstrengend jetzt. Wo? Ach, der kann mich dadurch treffen, aber ich ihn dadurch nicht, oder wie? Ist das anstrengend. Was piept hier so? Ey, der Timer, der gleich durch ist. Hier ist Barrow 6, over. Wir sind vor Ort und passen auf. Ja, ich sehe, wie er aufpasst. Na, endlich. Lass mir das Lied dann zurück aufsammeln. Das war ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen. Ja, wir kriegen jetzt einen Keks. Los. Was ist das für ein Geräusch? Gewesen. Hä? Ob hier gerade jemand Steine verprügelt? Eine EMP-Granate bekommen. So, ich glaube, ich habe alles. Ich habe auch alles. Zumindest ist es mir angezeigt. What the fuck? War bloß eine Granate, so ein Sprengsatz. Ah, okay. Wollen wir dahin, wo wir eigentlich hin wollen? Wir wollten ja gar nicht her. Nee. Wollten wir nicht? Nee, wollten wir nicht. Oh Mann, oh. Wir wollten die nächste Nachschubabwurfzone erreichen. Oh, das ist schlimm. Ja, fang schon mal an. Du schaffst das schon. Ich vertraue dir. Vollkommen Vertrauen in dir. Wir sind in Deutschland. Einfach schon verteidigen. Okay, machen wir das doch mal. Ihr habt da Vertrauen in dich. Warnung, eintreffende Gegner. Lass es erstmal herlaufen. Und nicht schießen. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh, ne? Okay. Kann sein. Jetzt? Nein. Deswegen dürfte das Ding schießen. Lass uns alle auf einem Haufen stehen, dass ich meine Granaten werfen kann. Jetzt. 2, 1. Ist noch einer da? Nee, ne? Das war's. Insgesamt schon? Nein, nicht. Also nicht. Wollte gerade sagen. Warum sind wir genauso? Von wo kommen sie? Von meiner Seite aus. Ja. Nur ohne Heilung. Lass doch mal ein bisschen dichter kommen, vielleicht kriegen wir das mit dem Fass kaputt. Stimmt. Das rote Fass hier. Latze kommen, Latze kommen. Drei, zwei, eins, jetzt!
Fertig? Also die Rollgranaten sind nicht Gold wert. Ist hier was? Nochmal zum Nachladen, glaube ich. Wo? Da. Kommt wieder von rechts. Von links. Haben wir schon gesehen, also mich. Ich noch nicht. Müssen, so, glaube ich, theoretisch durch den, wo wir lang gekommen sind, sein. Genau, von da, wo wir kamen. Wollen wir sie da einfach gleich abfangen? Ach ja. Wenn sie nicht glitschen würden, hinter dir? Ja. Ich warte mal. Ziel erfüllt. Muss einfach. Das muss einfach. Ich kann schießen. Wie jetzt? Hier gab es jetzt nichts Gliederndes? Achso. Naja, wir haben da vorne nochmal. Wir waren noch nicht fertig. Mach Sitz. Der rennt einfach aus der Show, aus der Deckung raus. Er fällt vom Zaun, er fällt vom Zaun. Wo werde ich denn beschossen? Ach, von da, wo wir nicht durchschießen dürfen. Aha. Boah, was ist das für eine Attacke? Ich muss mir die Waffe nochmal genauer angucken. Oh, ich habe den gerade auch voll im Kopf geschossen, dass voll der Kopf explodiert. Ja, glaub ich mal nicht, dass da der Kopf explodiert. Das ist halt irgendwie irgendwas Orangenes. So, außer sie haben das Blut. Wir sind noch nicht durch. Orange eingefärbt. Falscher Color Code. Ach, der da hinten. Ah, verdammt. Fuck! Nein! Das ist so ein Heilungsding? Jetzt aber. Schau mal einer an. Nein, das muss ich hinlassen. Die Cops, die hier mal lebten, sollten sich schämen. Eine M9 Militärversion. Scharfschützenhandschuhen. Eine M9 Militär. Eine ACR. Mal gucken, ob davon irgendwas besser ist als das, was ich habe. Fangen wir mal mit der Maske. Schnellsturmmaske. Die ist besser als meine, nehmen wir auf. Na, ah, ich bin doch immer nicht. Holster! Schlagschutzholster. Her damit! Knieschoner, bitte was ordentliches. Ja, Wollingen, nehmen wir. Das da. Pistole! Oh, 59.000 Schaden. Das ist nicht schlecht. M9 Militär. Na, ich bin noch immer nicht dabei. So, und gewehrtechnisch nix, was sich lohnt. Geil. Oh, jawohl, gewehrtechnisch nichts, was sich lohnt. Aber Mods habe ich doch auch keine neue gekriegt. Nein. Nein. Wo habe ich denn? Ich habe kein Erste-Hilfe-Päckchen. Ach, mehr. Da ist noch irgendwas Neues. Scheiß drauf. Habe da zwei. So, was wollen wir als nächstes machen? Belobigung freigeschalten. Genau. Bling, bling. Alle Ausrüstungsslots, irgendwas. Noch ein Kampf. Wahrscheinlich alle Ausrüstungsslots mit lila versehen. Stimmt. Kommt hin. Ich habe bald alle mit gelb. Ah, ich habe noch einen mit blau. Ich habe mittlerweile alles in lila oder gelb. Ich hab's Holster noch in blau. Ja, ich hatte bis. Das ist fast alles gelb und ein paar lila. Ich hatte bis gerade eben das. Die Kniepads in blau. Achso. Himmel, was machen Sie denn? Ich wollte dir was zu essen geben, du Arsch.
Nein, der hat Herr Arschloch gesagt. Ja, denn? Gewehrkolben ins Gesicht. Wie, er schießt schon wieder Hunde. Wie, das irgendwo da hinten. In dem Fall habe ich... So, jetzt habe ich mir Heilung ins Bein gesteckt. Warte. Los, werf. Warte, die verbluten noch alle. Ah, vielleicht nicht alle. Nee, der letzte nicht. Wow! Dem ist der Kopf ist explodiert. Da hinten steht noch einer. Bin mir noch immer nicht sicher, dass die Köpfe. Ich weiß es nicht. Hast du? Nachdem er mich 10-mal getroffen hat, hatte ich ihn. Moment, ich muss noch mal gucken. Es passiert mir ja nur bei der PP90. Ja, mir passiert jetzt nur beim MG. So. Leichtes Maschinengewehr. Was hast du denn hier? Erzielt, verlängert die Dauer? Nein. Es wird 25% schneller nachgeladen. Die erste Kugel, die außerhalb eines Kampfes verschossen wird, hat eine Chance, einen kritischen Treffer zu verursachen. Nein, auch nicht. Dann, ganz ehrlich, der vielleicht bei 150% Kopfschussschaden, vielleicht deswegen? Ah, falsche Waffe, warte mal. Nein, Schaden 10% erhöht, kritische Treffer erhöht, oh, Nachladetempo. Nö. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich bin in der Kreide, weil ich weglaufen wollte. Kannst du mal auf die schießen? Der eine kommt direkt auf dich zu. Ich hätte vielleicht was sagen sollen, wie, dass du... Ich bin tot. Okay, bin tot. Dass du da hinrennst, weil ich sagte noch, halt, stopp. Halt, stopp. Grindhouse. Weißt du, da sage ich extra noch, halt, stopp. Was macht der Reed? Reinrennen. Ja, klar. Ach, der kleine Reed. Soll jetzt erstmal Sachen verkaufen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Echt, dieser Bereich ist sicher. Danke, dass du mir das gesagt hast, du. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich eine andere. Ich verkaufe immer noch jeden Scheiß, ne? Ich zerleg gar nichts. Ja, ich musste gerade was zerlegen, was da der Ausrüstung war. Ist du vielleicht zufällig ein Holster? Nee, hast du nicht. Die ist ja eine Peng-Peng-Tante, keine Ausrüstungstante. Ja, dann knallen wir sie halt. Was? Ich könnte mir doch ein verbessertes ZF holen, was bringt. Ist ja schon, das ist ja nur für die Sokom. Bringt mir also gar nichts. PP90, kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden. Wäre noch interessant. Kann ich ja gar nicht vergleichen. Was bringt das? Für die M9 Militär, für die Pistolenschalldämpfer. 20% Präzision, 12% Präzision, 4,5% Kopfschuss, Schaden, verminderte Bedrohung, Kleinkaliber, Mündungsmod. Aha. Kleiner Unterlauf, Präzision erhöht. Stabilität und Kopfschussschaden erhöht. Wenn mein Kopfschussschaden eh schon bei 150% ist, sind das denn 154% oder von den 150% nochmal 4%? Das ist jetzt die Frage. Also wird es aufgerechnet oder verrechnet? Das kann ich nicht beantworten. Weißt du was, ich hole mir nochmal so eine versiegelte Kiste. Port dich doch lieber zu mir. Warum? Falls ich schon im Kampf bin. Ja, warum machst du denn das, Demit? Weil ich ja eigentlich gechillt warten wollte, dann haben die auf mich geschossen. Ja, ich bin gleich da. Moment. Moment, bin gleich da. Bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir, wirklich, versprochen. Ganz, ganz dolle versprochen. Okay, das ist einfach nur die neue Kopfschussanimation. Ich hatte es gerade mit einer Pistole. Okay. Wie kann ich denn zu dir porten?
Du kannst auch einfach aus dem Safehouse rauslaufen und dann auf der anderen Seite die. Die. Ich hab mal eben eine. Also Reed, ich muss sagen, wenn du 50.000 hast, die Kisten lohnen sich. Ja, ich habe mir schon eine gekauft, da kam, glaube ich, meine Pistole raus. Weil ich habe mir die. Die Folge ist übrigens zu Ende, nur mal so. Ja, zeitlich. Ist nach dem Kampf. Ich habe mal eben ein Schnellwechselmagazin in meine PP90 reingemacht. Okay. Wo könnte denn der Reed sein? Achso, da. Eine LMB-Patrouille belästigt Zivilisten bei Kobe's in der 38. West und 3. Sie brauchen Hilfe. Wollen wir die Folge beenden? Wenn du das möchtest. Ja, wir haben 20 Minuten. Passt doch jetzt, oder? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.